Und willkommen hier im verschneiten Hogsmeade. Wir stehen hier vor Mr. Ollivanders Zauberstabladen und wir haben hier eine weitere Aufgabe zu erledigen, sogar eine Hauptaufgabe, nämlich die Zauberstabbeherrschung. Wir sollen Mr. Ollivander in seinem Laden besuchen und sehen, ob er den Zauberstab der Hüter mit den Artefakten aus ihren Prüfungen herstellen kann. Das zum einen. Aktuell seht ihr ja, wir haben nur noch im Schatten der Zeit, aber Imperio wollen wir ja nicht lernen. Das heißt, die Aufgabe machen wir nicht. Das wiederum bedeutet, wir müssen mal schauen, wo es noch ein paar Nebenaufgaben abzugreifen gibt, denn es muss auf jeden Fall noch ein wenig was geben. Laut unserer Anzeige, laut unseren Herausforderungen müssen noch einige Nebenaufgaben hier irgendwo zu finden oder eben versteckt sein. Wir schauen gleich mal in Hogsmeade, ob es da noch irgendwas gibt. Ja, schaut mal, da wäre noch eine. Rette Biscuit. Ich will jetzt noch nicht genau gucken, was das ist. Dann ist hier oben noch was. Okay, da hätten wir schon mal zwei, die wir auf jeden Fall noch machen werden. Aber ich habe ja gesagt, ich habe es euch ja versprochen, wir machen dann auch mal wieder weiter mit der Hauptaufgabe. Also einmal hier zu Ollivander Gerbold. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir wohl bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir, hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Er ist fertig. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden niemals gleich sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich.
Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Oha, und da ist Eulina Eulenstein etwas klar geworden. Es waren gar nicht die Kobolde, die Anne verflucht haben. Es muss anscheinend Victor Rookwood gewesen sein. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Kinder sollten gesehen und nicht gehört. Unsere schwere Zeit ist vorbei. Ich werde erst Will irgendjemand mal Reducto wirken? Ich würde gern die Aufgabe schaffen. Das hast du doch. Na, das war Expulso. Expulso. Na, ist aber nett. Nina, einmal zusammenreißen. Das reicht dir. Expulso. Der macht nur Expulso, der macht leider keinen Reducto. Der da hinten macht. Ist er? Schau mal nach oben. Expulso! Incendio, oh nein! Leider hat keiner Reducto genutzt. Mit Avada Kedavra verflucht. Die unbeschwerte Zeit ist vorbei. Das glaube ich auch nicht. Ich dachte, du hörst dich
Auftrag abgeschlossen. Zauberstabbeherrschung. Unglaublich. Rockwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fake berichten, was passiert ist. Wir haben gegen Victor Rookwood gekämpft. Den Bösewicht hier. Jetzt fehlt ja nur noch Renrock. Der Kobold. Okay, wir schauen mal, wo die uns überhaupt hingebracht haben hier. Haben wir hier noch was zum Einsammeln? Da ist noch einiges. Dann ist da noch eine verschlossene Tür. Oh, nein, die haben wir gerade geöffnet. Will ich erstmal alles in Ruhe mitnehmen hier. Da. Oh, da ist wieder ein Mondkalb gefangen. Alohomora. Revelio. Ach, das ist ja in einem winzigen Käfig. Ach, herrje. Alohomora. Wir retten dich, kleines Mondkalb. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Ja, wieder ein kleines Mondkalb gerettet. Können wir ja auch nicht einfach hier in dem Käfig lassen. So, und ich glaube, hier haben wir aber alles weitestgehend mitgenommen. Und wir können jetzt einmal zurück. Ach, da nehmen wir sogar jetzt die Karte, würde ich sagen. Genau, schaut mal hier. Oh, und wir könnten die Schmetterlinge noch verfolgen. Das würde ich jetzt tatsächlich noch machen. Ist immer schade, dass das nicht angezeigt wird dann mit. Gehen wir uns doch mal auf den Besen. Hier sind sie. Doch, jetzt wird es angezeigt. Schaut mal. Denen würde ich ja gerne noch folgen. Da unten sind sie. Wenn wir schon hier sind. Einmal. Oh, Eulina. Jawoll. So. Wo bringt ihr uns denn diesmal hin? Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Wieso? Rookwood ist ja schon mal erledigt jetzt, Eulina. Und Landen ist hier nicht verfügbar. Warum? Das ist hier doch... Ja, okay. Geht. Ein Gemälde. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir die noch gleich mitgemacht? Ein Rätsel hätten wir hier auch noch. Oh, was ich aber lieber machen würde, wäre das hier. Denn da es jetzt eh Nacht ist, würde sich das anbieten. Wir zischen einmal durch die Bäume hier. So, hoch, wo ist es denn jetzt? Ach, da oben. Warum wurde uns das gerade da unten angezeigt? Das hat schon bessere Tage erlebt. So, Eulina, einmal hier landen bitte. Und dann machen wir einmal noch hier den Altar. Noch ein bisschen rum. Ja.
Jawohl, und das ist der Steinbock. Alles klar. Wunderbar. Dann können wir jetzt einmal zurück in die Kartenkammer. Sehr schön, genau, ja. Die Rätsel können wir dann immer noch lösen. Wir machen jetzt erstmal wirklich weiter mit der Hauptstory. Professor Fick hat in der Kartenkammer auf mich gewartet, um herauszufinden, wie wir den Hütern zufolge fortfahren sollen. Sprich mit Professor Fick. Und Mr. Ollivander, der hat uns ja den Zauberstab hergestellt. Victor Rockwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivander mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn aufhalten konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Nun kann es weitergehen. Also gut, die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Erstaunlich! Das hier muss der Weg zum Behältnis sein. Von Joanna Bickle eine interessante Eule über Harlow erhalten. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Puh, okay. Nichtsdestotrotz, ich verstehe nicht, warum dürfen wir denn die Magie quasi nicht zerstören? Wir dürfen sie nicht benutzen, aber auch nicht zerstören, hat Rockwood gesagt. Die Frage ist, können wir uns jetzt auch vielleicht erst noch mit Nutty treffen? Das letzte Behältnis. Ich glaube, das ist so... Ja, das neigt sich hier so dem Ende. Irgendwie fühlt sich das so an. Ich würde gerne... erstmal mit Nutty weitermachen. Nutty hat mir eine Eule geschickt, weil sie mich beim Cup am Herrenhaus treffen will. Das ist ziemlich weit weg von Hogwarts. Sie muss einen guten Hinweis zu Harlow haben. Ich sollte mich auf das Treffen vorbereiten. Können wir das jetzt trotzdem erst noch machen, bevor wir hier runtergehen? Geht das? Ja, das geht anscheinend.
Sehr schön. Also einmal erst auf zu Natty. Oh, wir haben hier, ja, wir haben hier ein Flämmchen, aber da fehlt uns sogar noch eins. Marowim? Ich dachte, das Marowim-Flämmchen hätten wir auch schon. Okay, dann gehen wir einmal zur Küste von Crackcroft. Ich weiß, wir müssen es natürlich auch ein bisschen spannend machen, ne? Jetzt haben wir ja den Zauberstab hergestellt und jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen ausruhen und entspannen und einmal nachfragen, was denn Natty von uns möchte. So, wir aktivieren einmal die Spur. Und wir nehmen uns einmal... Ach, schaut mal. Wir könnten uns einmal den hier nehmen. Wie wär's mit einem Rundflug? Wie wär's mit einem Ausritt? Den müssen wir ja auch endlich noch in unseren Raum der Wünsche bringen. Wir kommen ja zu nichts hier. Das sollte ich untersuchen. Oh, hier ist sie schon. Bereit, Harlow zu erledigen? Na klar, nachdem wir jetzt Rookwood auch erledigt haben, können wir doch gleich weitermachen. Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Kap am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rabe. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Harlows Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten. Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Sei wachsam. Harlow treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Ich spüre, er ist in der Nähe. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. Harlows letztes Gefecht. Wir haben das Herrenhaus erreicht. Die Stille hier ist unheimlich. Wir sollten beim Suchen so vorsichtig wie möglich sein. Ach was, einfach rein da. Wir waren doch jetzt lange genug vorsichtig. Da kommen doch auch schon welche. Wir haben uns jetzt lange genug zurückgehalten. Ist da wohl vielleicht auch noch ein berüchtigter Gegner? Das wäre natürlich cool. Ja, euch vernichten. Wo ist Harlow? Könnten natürlich noch eine Venimosa mal einsetzen. Und ein bisschen Kaukohl. Alles gut bei dir? Hallo? Oh, das wird unter. Selina, könnten wir uns mal umdrehen, bitte? Los hier. Die Richtung möchte ich gerne. Hitze, Pico, Pico! Ah! Momentum!
Expulso! Theophilus Harlow. Die kleine Nazionai, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Wunderbar, ja auch. Huch. Huh, wo ist er hin? Ach da. Bombarda! Ihr versucht es nicht mal! Gerne eine Alraune einsetzen. Hin? Protego. Ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Da hinten.
Auftrag abgeschlossen. Harlows letztes Gefecht. Puh, das war gerade Gänsehaut pur, muss ich sagen. Wie Nati sich in eine Gazelle verwandelt hat, um uns zu schützen. Boah, Gänsehaut pur. Mega cool. Ja, wir müssen Nati im Krankenflügel besuchen und ihr dafür danken, dass sie sich vor Theophilus Harlow Angriff geworfen hat, um uns zu schützen. Einfach gigantisch. Zum Glück hat er keinen Avada Kedavra angewandt. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. Es tut so gut, dich zu sehen. Schön, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Aber nur dank dir. Wie geht es dir? Also, mir ging's schon mal besser. Aber Schwester Blaney meint, es geht bergauf. Tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein! Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Ja, beides eigentlich, ne? Sie hat einfach gehandelt und sich entschieden, uns zu beschützen. Weiß ich jetzt nicht, was da besser wäre. Gibt's da eine richtige oder eine falsche Antwort? Du hast instinktiv gehandelt. Ich nehme an, es war Instinkt, ja. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater... Er traf eine Entscheidung, ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zu Fall zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke. Aber wir zwei sind auch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Auftrag abgeschlossen, instinktives Handeln. Ach ja, ich finde, das ist auch ein perfekter Abschluss für diese Folge. Das lassen wir einfach so stehen. Hervorragend, wie sich die Dinge gefügt haben. Nati hat nun auch keine Schuldgefühle mehr wegen ihres Vaters. Und ja, ich würde sagen, das ist wirklich der perfekte Abschluss für uns hier und für Eulina Eulenstein. Sehr schön. Also, der Abschluss für diese Folge. Wir haben ja noch einiges zu tun, aber das eben dann in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Und natürlich würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich verabschiede mich jetzt wieder mit einem Tschuhu!